Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich zeige Ihnen heute in einer Schnellanleitung, wie man mit iClone 4 einen Ball per Pfad animiert. Ich gehe oben ins Menü Szene, gehe auf Requisiten, 3D-Bausteine und klicke den Ball 001 doppelt an, so dass ich den Ball auf meiner Bühne habe. Dann gehe ich oben im Menü auf Animation, gehe im Pfadmenü auf Pfad erstellen. Klicke mit der linken Maustaste jeweils einen x-beliebigen Pfad. Am Pfadende einmal mit rechts klicken. So steht der Pfad frei. Dann markiere ich mit einem Doppelklick den Ball. Gehe hier unten wieder im Pfadmenü auf Pfad wählen. Klicke den Anfang des Pfades an. Setze unten im Pfadmenü auf Pfad folgen ein Häkchen. Gehe jetzt in die Zeitleiste und schiebe den Regler nach rechts auf ca. 10-11 Sekunden. Gehe wieder auf Pfad wählen und klicke das Ende des Pfades an mit links. Dann gehe ich hier unten zum Anfang zurück und spiele das Ganze ab. So, das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.